Schönen guten Tag, hallihallo, herzlich willkommen zum vierten Studio-Livestream. Ich hoffe, wir sind live. Maxi? Ja. Ja? Ton? Ton da? Ton yes, da. Yes. Und wir haben, soweit ich das gesehen habe, auch schon ein paar Zuschauer da. Oh, mein Onkel schaut zu. Yay, yeah, Harry, grüße Harry. ja. Ich sehe wieder Fluchen aus der Regie, ich mache einfach weiter. Vielleicht ist alles gut, man weiß es nicht. Ich hatte die Seite noch offen. Maike hatte die Seite noch offen, jetzt ist sie zu. Brauche ich alles nicht zu interessieren. Wichtig ist, dass ihr da seid und dass ihr all euren Freunden Bescheid sagt, dass sie auch kommen sollen. Weil meine Mama hat es auch geschafft. Yay! Karen, guten Abend. Hallihallo. Deine Mama auch. Wir sind in dieser Kamera. Ja, ich habe es gesehen. Ein kleines Maxi links neben mir. Und heute haben wir ja schon angekündigt, wollen wir mit euch ein bisschen über Kamerabewegungen und die Wirkung dieser quatschen. Ja. Joe ist dabei. Bene bleibt extra länger in der Arbeit. Wisse, ey, ist ja richtig geil. Ihr seid und, ja alle richtig geil. Sophia Wagner schaut zu. Hallihallo! Frau Wagner, du bist sogar heute mit im Stream-Material. Einfach weiter zuschauen, du wirst es früh genug merken. Yo. Was wollte ich noch sagen? Achso, es gibt eine kleine Änderung. Und zwar, ich hol's mal. Das hier ist das Treuepunkte-Heft, liebe Freunde. Ja? Ab sofort erhält jeder, der mindestens ein Partytüten-Emoji in die Kommentare haut, einen Treuepunkt. Und wer zuerst 10 Treuepunkte voll hat, kriegt ein super Paket frei Haus, wenn er uns die Adresse dann schickt. Christian schreibt hier Treuepunkte. So, ich übergebe dir dieses Heft. Danke. Und wird später direkt nachgetragen. Da sind schon viele Partytypen, sehe ich gerade. Oh ja. Es geht schon ab. Ja. Viele treue Punkte-Sammler. Joe ist auch am Start. Sehr gut. Treue Punkte-Sammler. Kuli fliegt ins Bild. Wir sind so dynamisch heute mit zwei Kameras. Könnt ihr euch mal zeigen, was die Maike alles kann? Wir sind gerade in der Kamera 2. Jetzt schneidet sie auf die Kamera 1. Das ist diese. Dann schneidet sie wieder auf die Kamera 2. Das ist diese. Und danach zurück in die Kamera 1. Und jetzt geht's los. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es ein bisschen um Kamerabewegung und wie man die am besten einsetzt, beziehungsweise welche Wirkung das Ganze dann auf den Zuschauer hat. Und da fangen wir mal ganz, mit was fangen wir eigentlich an? Mit Handheld? Fangen wir mal ganz unspektakulär mit Handheld an. Handheld heißt nichts anderes, wie ich benutze lediglich meine Hände, um die Kamera zu führen. Das heißt, jeder von euch kann das auch machen, ohne Vorahnung, ohne Sonstiges. Und es gibt natürlich so ein paar Filme, die das auch gemacht haben und davon Gebrauch gemacht haben und mittlerweile ist es als Stilmittel in der Filmwelt angekommen. Herr Lersch, darf ich dich kurz mit ins Boot holen? Du darfst. Ich darf. Gib doch diesen schönen Film, diese Horrornummer, die komplett auf verwackelt gedreht ist. Blair Witch Project, oder was meinst du? So, ja, ich glaube. Und den Film mit Jake Gyllenhaal, End of Watch, glaube ich. End of Watch ist auch so ein... Ah, und also hier, lohnt sich auf jeden Fall. Dieser Partyfilm auch komplett halt quasi einfach genau. So. Also wie heißt denn der? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. die Wirkung von diesen Handheld-Sachen oder auch vom Schulterrig ist einfach eine relativ menschliche Wahrnehmung. Das heißt, der Zuschauer sieht das Ganze eher aus seiner eigenen Perspektive, ja, weil viele Bewegungen halt dann doch eher so der menschlichen Bewegung nachempfunden sind und deshalb wirkt es meistens echter bzw. nicht unbedingt schlechter. Kommt ganz drauf an. Wir schauen uns einfach mal eine Matz an, wo wir so ein bisschen was gemischt haben. Wir fangen erst an mit Sachen, die vom Schulterrig gedreht sind. Das heißt, es ist im Prinzip nichts anderes als eine Schulterstütze, wo die Kamera drauf ist. Ich habe zwei Handgriffe hier vorne und kann dann damit ein bisschen meinem Objekt folgen und danach sehen wir ein paar Bilder aus Vietnam, die komplett aus der Hand gedreht sind und genau diesen Look haben. Bitte sehr. Jo, fangen wir an. Also hier ein Video, was ich von der lieben Marie gedreht habe, auch komplett aus der Hand. Zwar mit einem Bildstabilisator in der Kamera, aber sonst nur aus der Hand. Das Video von Ben haben wir teils mit Stativ, teils übers Schulterrig gedreht. Da sieht man es auch mal ganz gut, wie so ein Ding aussieht. Und hier ist Vietnam. Alles aus der Hand gedreht. Und das macht eben diesen Reportage-Look dann perfekt in dem Fall.
Jo, das war's auch schon. Da sind wir wieder. Fällt dir noch was ein zu Handheld-Geschichten? Ach so, ich war vorhin bei End of Watch. End of Watch, ein Film, grobe Handlung, korrupte Cops irgendwo in L.A., Jake Gyllenhaal als einer davon mittendrin und der ist auch so aus der dritten Person gedreht. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, dann wisst ihr, was ich meine. Ja. Ich habe nichts mehr. Du hast nichts mehr. Gerade. Neues an der Partytütenfront. Julian Weber schaut zu. Benjamin schreibt, der ist überfordert mit der Technik, verstehe ich nicht. Wer? Der Helmut? Helmut schreibt. Ja. Helmut schreibt. Helmut, was ist los? Ich habe geschrieben, sehr gut, bin dabei. Gut. Er hat schon gesagt, bis 2015, dann muss er uns leider verlassen. Primetime oder aus, was? Aus Primetime-Gründen. Ich darf jetzt nicht sagen, was auf RTL läuft, aber kann jeder selber für sich rausfinden. Ich weiß auch nicht, was auf RTL läuft. Ja, ich weiß es. Ja gut, dann machen wir weiter mit Gimbal. Gimbal. Ein Gimbal. Der Maxi zeigt euch jetzt gleich mal einen Gimbal. Wir haben da mal was vorbereitet. Das ist ein kleiner Gimbal. So, jetzt macht man den an. Und der hat an drei Punkten jeweils einen Motor und kann deshalb alle drei Achsen stabilisieren. Das heißt, ich kann jetzt hier mit der Handbewegung die Kamera mitdrehen und auch wenn ich laufe, bleibt die Kamera in der Waage. Das ist total schönes. Und was ein Gimbal eben auch ausmacht. Für alle Fachjargon-Häschen unter euch, das nennt man kardanisches Gelenk. Frag mich nicht warum, ist so. Jo, und mit so einem Gimbal... Ich würde gerne wissen, woher dieser Ausdruck kommt. Woher dieser Ausdruck kommt? Ja. Wer gerade Lust auf Googeln hat und dem Herrn Lersch einen Gefallen tun möchte, bitte. Ich kann es dir leider nicht erklären. Schade. Also es hat was irgendwie mit Lagerung der drei Achsen ineinander zu tun. Kommt, glaube ich, aus der Seefahrt. Irgendwas hat es mit einem Seefahrtkompass auf sich. Okay. Irgendwie so. Ich habe es mal gewusst. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass man solche Gimbals natürlich sehr gerne, oder wir setzen die sehr gerne ein, weil man auch an relativ schwer zugängliche Orte damit kommt, wie man sieht. Jetzt gerade in so einer kleinen Konfiguration. Also es gibt die Dinger auch in größer, sieht man gleich auch noch. Aber in der Konfiguration komme ich natürlich auch in irgendwelche schmalen Gänge, kann damit durchlaufen und habe immer eine super ruckelfreie Bewegung. Und auch da schauen wir uns einfach mal an, wie so Gimbal-Shots aussehen, beziehungsweise was man damit alles machen kann. Auch hier werde ich ein bisschen drüber erzählen. Wird Frage gefragt, von Christian. Klären wir gleich. Genau, das ist eben mit genau dem Gimbal gedreht, den ihr gerade gesehen habt. Da sieht man ihn auch nochmal. Und ja, da laufe ich jetzt oder renne ich sogar mit übers Feld und das Ganze sieht dann im Nachhinein gar nicht mal so blöd aus. Hier sieht man es, der Horizont ist super ruhig, super gerade. Genau, jetzt switchen wir dann auf einen größeren Gimbal, den wir bei Tyras Musikvideo benutzt haben. Das ist dieses Gerät hier, also das ist dann schon so die größere Nummer und die macht dann auch auf Dauer wenig Spaß, weil da hat man dann je nach Kamera auch mal seine 8 bis 10 Kilo zu schleppen und wenn man so ein Spargel-Tarzan wie ich ist, ne, mal relativ schnell am Ende. Und hier, Sophia, da bist du. Jetzt siehst du dich und jetzt sieht man hier nochmal ein Bild, wie wir da zu zweit an dem Teil rumhängen. Und das ist eben auch einer der großen Nachteile, ja, bei diesen großen Systemen oder ja auch schon teilweise bei dem kleinen. Man braucht mindestens zwei Leute, wenn man nicht irgendwie noch so ein Exoskelett um sich rum hat und aussieht wie irgend so ein Gaming Hero, dass man das Ding überhaupt richtig bedienen kann und die Kamera einstellen kann. Richtig, Herr Lehr? Richtig. Unterschied zu dem großen ist halt, dass du Kameras mit größerem Gewicht eigentlich draufpacken kannst. Genau. Sonst im Endeffekt machen die eigentlich das Gleiche. Für einen Spiegelreflex reicht der kleine, den wir jetzt hier gerade im Bild hatten. Und wenn man jetzt irgendwie eine größere Filmkamera hat, dann muss man halt zu dem größeren Modell greifen. Exakt. Also es gibt noch, Christian, um darauf nochmal zurückzukommen, es gibt noch verschiedene andere Systeme, so in Richtung Glidecam, also es sind quasi, ja, die dann, wie erkläre ich das am besten, sind Systeme, die mit Gewichten vorne und hinten austariert werden, nicht über Motoren und aus dem Grund sind die billiger, aber auch wesentlich schwieriger auszuloten und je nach Kamera braucht man da schon mal eine ganze Weile. Das ist bei den Gimbals relativ gut gelöst, also mit dem, ich habe den jetzt gerade noch auf die Schnelle aufgebaut und war eigentlich in anderthalb, zwei Minuten damit durch. Na. Und er funktioniert. Hast du jetzt schon was zu den Kosten gesagt? Nicht so Kosten, richtig, ne? Genau, Kosten. Der, den ihr gerade gesehen habt, liegt bei 800 Euro.
Der Große liegt bei Ronin um die 2, 2, 2, 3, irgendwie sowas, so, irgendwie so die Richtung. Und nach oben auch hier keine Grenze, gibt dann Profisysteme, die dann da auch in den fünfstelligen Bereich reinragen und externe Steuerungen haben, mit denen man wie mit einem Gaming-Lenkrad quasi die Kamera dann auch steuern kann. Also gibt schon abgefahrenes Zeug. Jo, dann Slider. Ein Slider haben wir ja schon mal im Video bezüglich Tyras Musikvideo gezeigt. Ist hier so ein Ding, ne? Wir haben es ja mal für euch kurz aufgebaut. Ich kann es ja mal halten, dann kannst du es fahren. Richtig arbeiten dieses Mal. Der Finger ist auf der Sperre. Okay. Also es ist quasi einfach eine Schiene, auf der dann per Kugelgelenken dieser Schlitten fährt. Und könnte man das noch einen Motorkopf quasi draufpacken, genau, für Zeitrafferaufnahmen und so Geschichten. Oder einfach auch motorisierte Fahrten, wenn ich jetzt irgendwelche Interviews drehen will, dann gibt es auch noch zwei Achsen- und drei Achsensysteme, dass ich einfach der Kamera auch sagen kann, möchte bitte in der Mitte einen geraden Schuss, wenn ich dann an die Seiten komme, dass es mir trotzdem den Interviewpartner immer mittig im Bild hält. Auch da nach oben keine Grenzen, wobei es leider relativ gute semi-professionelle fangen schon irgendwo bei 100 Euro an. Und ein Slider ist halt echt, also wenn ihr mal drauf achtet, bei Filmen, ihr werdet in jedem Film eine Fahrt sehen. Bei Filmen dann eher durch einen Dolly gemacht. Im Prinzip gleiches System, man verlegt Schienen auf den Boden. Da kommt ein riesiger Wagen drauf, auf dem die Kamera montiert ist und der Kamera-Operator auch noch sitzt. Und der wird dann mit diesem Dolly über die Schienen gefahren und erzeugt im Prinzip denselben Effekt wie mit so einem Slider. Tim Kessler schaut zu. Tim Kessler schaut zu. Lieber Tim, wir grüßen dich. Die könnte man sich selber bauen. Stimmt. Die könnte man sich selber bauen. Hat man auch schon gemacht tatsächlich. Ja, also auch dazu können wir dann gerne mal in Zukunft nochmal alte Fotos rauskramen. Wir haben mal, Maiko und ich haben mal so einen, ja im Prinzip war es ja ein Winzlings-Dolly. Also mit einem... Den ihr gebaut habt. Den wir gebaut haben, ja. Das war ein Brett, 8 Skateboardrollen und 8 zwei PVC-Rohre. Aber das Ding lief flüssig ohne Ende. Also kann man sich gut selbst bauen und günstig selbst bauen. Kostet dann wahrscheinlich so um die 50er. Ja, das teuerste sind die Skateboardrollen. Ja. Der Rest ist Cent-Artikel aus dem Baumarkt. Ja. Exakt. Auch da wollen wir uns natürlich was anschauen. Wäre ja nicht so, als dass wir nichts vorbereitet hätten. Bitte sehr. So, hier sehen wir jetzt mal eine Sliderfahrt bei einem Interview. Immer ganz schön, wenn da auch ein bisschen Bewegung im Bild ist. Hier eine Sliderfahrt, wo wir dann den Kamerakopf auch noch mit dazu bewegt haben, dass das Ganze so ein bisschen runder fährt. Auch hier, da sieht man jetzt im Hintergrund sogar mal den Slider, auf dem die Kamera da steckt. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Exakt, hier noch ein Bild. Ein Making-of-Bild von der Interviewsequenz, die ihr da am Anfang gesehen habt. Noch eins. Und das war's. Jo. Zum Thema Slider noch irgendwas Weltbewegendes. Zeitraffer hast du schon gesagt. Zeitraffer bedeutet, man setzt da einen motorisierten Kopf drauf, der mit der Kamera in Verbindung steht und je nach Intervall, was man sich einstellt, ein Foto macht, ein Stück fährt, ein Foto macht, ein Stück fährt. Und später wird das alles zusammen dann zu einer Videosequenz zusammengebaut und man kriegt dadurch Zeit einfach schneller abgebildet. Es reicht ja quasi, wenn eine Achse, also wenn quasi nur die von links nach rechts Bewegung motorisiert ist, ja, oder halt, aber dann gibt es halt eben noch Beisitz, dass die Kamera sich dann eben quasi mitdreht. Genau, und sogar drei Achsen, also dass die Kamera sich mitdreht und dabei noch die Tiltbewegung macht, also hoch, runter. Kann man schöne Sachen machen. Man kann schöne Sachen mit viel Geld machen. Das ist wie überall. Mit viel Geld kann man schöne Sachen machen. Jo. Und dann möchten wir mit euch über einen Kran reden. Kran ist eigentlich somit das Unpraktischste, was es gibt. Ist groß. Es ist riesig. Man braucht ewig zum Aufbauen. Und du kannst nicht mal eben die Location wechseln. Nee. Und vor allen Dingen ist es...
gut, bei TV-Shows macht es noch Sinn. Ja, ja klar, das steht ja dann fest im Studio, genau, steht da fest. Klar. Man kennt, das macht auch so Sinn, wenn du jetzt unbedingt einen Shot haben möchtest. Bei dem Seductive-Video hattet ihr doch zum Beispiel einen Kran, wo dann quasi das Auto unten durchfährt, und es ist halt ein geiler Schuss. Und dafür hat sich dann der Aufwand dann schon gelohnt, das Ding aufzubauen. Aber man muss sich halt echt immer überlegen, ob man das dann nicht irgendwie mit einem Gimbal oder mit einem... Oder mit einer Drohne draußen regelt. Genau. Ja, auch das geht. Aber Kran, ja, jeder kennt von euch Kraneinstellungen aus TV-Shows mit Publikum, wo am Anfang die Kamera mal so einmal übers Publikum geht. Das wird entweder mittlerweile mit sogenannten Spider-Cams gemacht. Erklär mal eine Spider-Cam. Ein Spider-Cam ist eigentlich mehr oder weniger... Ja, das sind verschiedene Seile. Das sind Seile, an denen quasi die Kamera dann fahren kann. Das ist eigentlich wie so eine Seilrutsche quasi, wo das Ding dann mit den Motoren... Genau, und dann gibt es eben so Teleskopkräne, die du dann auch nochmal, also die du nicht nur, die nicht nur den Hebel haben, wie du den Kran bewegen kannst, sondern du kannst auch noch dann den Kran nach vorne ausfahren und solche Geschichten machen. Und so kann man dann über die Menge quasi drüber fliegen, und ist ein schönes Bild. Aber wie gesagt, eigentlich nur sinnvoll für Festinstallation. Kostet Geld. Kostet Geld. Gibt es Fragen eigentlich? Nein. Keine Fragen. Warte mal. Wie man beim Fußball öfter sieht. Also die Spider-Cat waren öfter beim Fußball zum Beispiel. Beim Fußball ist ein super Beispiel, wenn man mal noch nach der 90. Minute kurz dran bleibt, da sieht man auch am Feldrand meistens noch so einen Steadicam-Operator. Auch das nochmal eine Möglichkeit, wie man so eine Kamera bewegt. Steadicam ist im Prinzip auch wieder mit Gewicht austariert. Ja, ist halt mechanisch, also ja, es sind halt Gelenke, nicht motorisiert, genau. Das sind diese Riesenteile, die haben meistens Westen an, und dann hier vorne so ein Federarm, der dann auch beim Laufen die vertikale Bewegung ausgleicht. Aber auch solche Systeme kosten richtig Asche. Steadicams sind eigentlich immer, wenn sie gut sind, fünfstellig. Ja, mindestens. Ja, also hoch mindestens. Fünfstellig. Ja. Und so ein Operator ist auch nicht billig. Nee, so ein Operator ist auch nicht billig. Und da kommt man mit Gimbals natürlich wesentlich besser weg. Wer sich da interessiert und das Ganze mal vertiefen will, es gibt ein super lustiges Video. Schaut mal, ob ihr es findet. Wenn nicht, dann hauen wir es nochmal in die Kommentare. Gebt auf YouTube später einfach mal ein Eurovision Steadicam. Da fährt der Kerl mit der Steadicam auf einem Segway an die Bühne, springt vom Segway auf die Bühne, rennt um die Leute dreimal rum, und der Typ nebendran ist der allerkrasseste, weil der muss extern die Schärfe mitziehen und macht's halt jede Millisekunde richtig. Solche Leute gibt's. Andere sitzen im Keller und machen Livestreams. Fokuspuller ist echt ein harter Job. Ja. Muss ich auch schmerzhaft lernen. Wenn Julian noch da ist, dann kann er auch gerne mal was in die Kommentare schreiben. Der pöbelt mich deswegen immer noch an. Wegen, dass du nicht gut Fokuspulst. Nicht gut, würde ich jetzt nicht sagen, ja. Für alle, die nicht wissen, was Fokuspol ist. Momentlos gebraucht. Ihr könnt euch so vorstellen, normalerweise verändert man am Kameraobjektiv die Schärfe. Allerdings ist es nicht immer möglich. Gerade wenn man mit Gimbals oder Steadicams dreht, dann ist dafür meistens ein zweiter Operator notwendig, der das Ganze über eine Funkschärfe regelt. Das heißt, man hat an der Kamera, hat man vorne am Objektiv so ein System aus verschiedenen Zahnrädern, die ineinander greifen, die dann diesen Schärfering bewegen. Und das kann man über eine Fernbedienung von extern machen. Man hat dann einen Monitor, man hat diese Fernbedienung und regelt dann quasi dem Kameramann die Schärfe. Und das ist in der Tat schwierig zu lernen, weil man sich erstmal darauf einrichten muss, was passiert, wenn er näher hingeht, welche Richtung drehe ich, was habe ich überhaupt für einen Spielraum, welchen Spielraum hat das Objektiv an sich, gibt längere und kürzere Fokuswege. Ja. Bliblablub. Wenn du noch einen Funkmonitor hast, dann hast du noch das Delay über einen Funkmonitor zum Beispiel. Ja, Freunde. Ist alles nicht einfach mit diesen Videos. Ne? Macht man sich gar nicht so einen Kopf drüber. Aber wir weinen dann immer. Wir können ja mal das Video von dem Kran anschauen. Ja, genau. Wir schauen mal das Video von dem Kran an. Da sieht man dann auch nochmal ganz gut, wie wir das so meinen. Und da ist auch schon der Shot, von dem Max vorhin gesprochen hat. Man hat so eine ganz leichte Bewegung nach unten, was super gut aussieht. Und hier sieht man jetzt mal die Prozedur oder nur einen Teil davon, wie wir das Ding dann aufgebaut haben. Und wir haben irgendwann um 4.30 Uhr angefangen und der Schuss war um 6. Man kann sich ausrechnen, wieso. Bis es dann mal alles steht, man die HDMI-Verbindung nach unten zum Monitor hat. So, da kommt dann mal das Auto angefahren. Und wir gehen einfach nur mit dem Kran so ein bisschen nach unten und haben einen relativ schönen Effekt. Hier nochmal ein Bild von den drei Grazien von der Tankstelle.
Einer dreht Making-of, der andere regelt den Kran und der dritte die Kamera. Yo! Und damit kommen wir zu einem Gerät, was in der Regel in letzter Zeit viele Kranfahrten durchaus schon ersetzt. Nicht immer dafür geeignet ist, aber man kann natürlich noch viel mehr machen. Schauen Sie in Kamera 2. Es wird ins Bild gehalten. Jetzt. Ein Flugzeug. Es ist ein Flugzeug. Es ist ein Flugzeug. Ja, eine kleine Drohne. Für größere Drohnen braucht man mittlerweile so viel Zeug, um was man sich kümmern muss. Also selbst bei der kleinen hier braucht jeder, egal ob es gewerblich oder privat betreibt, eine spezielle Drohnenhaftpflichtversicherung, die sich auch durchaus lohnt. Was kostet die im Jahr? Ich glaube, uns kostet 160 im Jahr. Die sich auch durchaus lohnt, ist gut, ja. Die sich durchaus lohnt, ist gut, weil wir waren in dieser Konstellation, Maike, Max, ich, beim Kunden und wollten als Schlussbild gerne einen Drohnenflug aus dem Fenster haben. Aus dem Fenster. Was ja. Im Nachhinein betrachtet nicht unbedingt die allerbeste Idee. Nee, war vor allen Dingen München zentral und irgendwie GPS wollte dann nicht mehr. Wir haben das Ding aus dem Fenster manövriert. Es ist leicht nach links abgedriftet, ohne dass ich noch die Möglichkeit hatte, gegenzusteuern. Dreimal an die Wand. Rote Blätter an der Wand. Oh, das ist so weh getan. Und dann 15 Meter tiefer aufgedotzt. Ja, mir hat mein Herz geblutet. Aber dazu muss man auch sagen, dass wir extra ein Fenster gewählt haben, wo quasi keine Straße oben drunter ist. Ja, Gott sei Dank. Es war nur der Innenhof. Wir haben davor den Innenhof gecheckt, falls sowas passiert. Das muss man dann auch immer mit berücksichtigen. Und ja, so, wir hätten zwar nicht damit gerechnet, aber das gute Stück war danach war komplett Schaden, ja. Aber das ist eine neue. Das ist eine neue, richtig. Die hier funktioniert jetzt wieder. Schon getestet. Aber man muss da wirklich viel beachten. Man hat wesentlich höhere Auflagen als bei allen anderen Instrumenten, die man so am Dreh benutzt. Es liegt auch daran, dass Leute einfach den Bogen überspannen und teilweise Video posten von New York City, wie sie über Manhattans Straßen fliegen. Das sind halt einfach fahrlässige Aktionen. Ja, wenn mir da so ein Ding abstürzt, dann war es halt auch einen Unfall verursachen, wollte dann Menschen, ja, zu Menschen töten. Na, Henriette sieht auch zu. Hallo! Frau Predel! Jedet. Ich denke mal gut. Ich denke auch mal gut. Man weiß es nicht. Nicht. Ja, gut. Drohne, richtig. Auch hier haben wir noch ein kleines Filmchen für euch vorbereitet. Von die Drohne. Und los. Ein Shot aus dem Musikvideo von Tyra, was noch kommt. Hier ist der schöne Verringersee, den es in Unterföhring gibt. Ein Erholungsgebiet, kann man nur empfehlen. Kann man nur empfehlen. Kippt auch nur einmal im Jahr über, dann aber auch für den Rest des Sommers. Ja, Enten kann man damit auch hervorragend ärgern. Und hier noch ein paar Szenen von dem Video von Caro und Chris, was sich auch durchaus lohnt, mal anzuschauen. Gibt's alles auf YouTube. Und das war's auch schon mit dem Beispiel. Wir sind in Kamera 2, wird mir von der Regie angezeigt. Ich finde, die Regie dürfte sich durchaus mal zeigen. So viele Leute haben gesagt, immer nur müssen wir euch zwei Krattler sehen. Zeigt doch auch mal die Maike. Da kommt sie. Wir bleiben jetzt einfach bis zum Schluss in Kamera 2 und sie kommt hier mit uns dazu. Schau, ich wink in Kamera 1. Nee, du nimmst jetzt einfach den Stuhl. Nein, ich gehe darüber. Ist doch egal, nimm dir den Stuhl, geh darüber. Guck mal, ich habe extra jetzt hier ganz viel Platz gemacht. Jetzt bin ich schon böse angeschaut. Da ist sie. Wie viele Leute schauen eigentlich zu? Ja, heute ist irgendwie morgen. 12. Aber hier schon erstes Kommentar. Ja, yeah, Maike. Ja, yeah, Maike. Wenn du im Bild bist, dann hagelt es wahrscheinlich jetzt gleich. Geht's nach oben. Ja, im Moment 12 Zuschauer. Sie. Yo, gibt's noch was Neues zu verkünden? Ich glaube diesmal nicht. Was willst du denn verkünden? Weiß ich nicht. Irgendwas, was die Leute erheitert. Habt ihr irgendwie was Lustiges, was wir für Max machen können? Ich finde es total lustig, wenn Max irgendwas Lustiges kriegt. Weiß ich nicht, ein Partytüten-T-Shirt oder sowas. Finde ich gut. Aber ja. Ich habe schon ein lustiges Auto. Ja, auch dazu irgendwann mal mehr. Hast du eigentlich schon erzählt, dass man für dieses Treuepunkteheft, dass jeder mal einen Kommentar da lassen soll, damit wir wissen? Der Hund fehlt noch. Der Hund fehlt, ja.
Den bringen wir auch mal mit im nächsten Stream. Karin schreibt auch Hallo, Maike. Schau, die freut sich auch, dich zu sehen. Ja, genau, haben wir also schon für geklärt. Das Treue-Punkteheft habt ihr schon gesagt. Ja, muss man mindestens noch. Aber für die alle kommentieren. Ja. Genau. Also damit wir auch wissen, dass ihr dabei wart, weil es nicht immer alles angezeigt wird. Wir haben jetzt ein Treueheft. Bei 10 Treuepunkten im Treueheft gibt es ein Päckchen Freihaus von uns geliefert mit geilem Zeug drin. Der Erste, der die 10 erreicht, kriegt das Päckchen. Päckchen! Also wenn ich jetzt kommentiere, kriege ich auch vielleicht ein Päckchen. Nee, Rechtsweg ist ausgeschlossen und Mitarbeiter dürfen nicht mitmachen. Das ist wie beim Lotto. Ja. Ihr müsst, um teilzunehmen, natürlich mindestens eine Partytüte kommentieren und das Ganze auch live, logischerweise. Besser ganz viele. Und wer es danach macht, der kann leider für diese Woche nicht an der Aktion teilnehmen, weil es geht ja darum, live zuzuschauen. Ne? Aus den 15, ja. Jo. War heute, kann noch einer heute mal jetzt in die Kommentare schreiben, möglichst gleich, ob das Ganze heute flüssig läuft? Das würde uns interessieren, weil wir haben jetzt hier so ein bisschen internetsmäßig uns verbessert, hoffe ich zumindest. Das wäre schön zu wissen, ob das Ganze flüssig von der Leier geht. Nichts Besseres eingefallen. Ari und Uwe schauen auch zu, schreibt Bene, erzählt für 3. Okay, sehr gut. Bene, ist alles flüssig soweit? Martina Schmidt postet 3 Partytypen. Yay! Läuft super, schreibt Joe und Sophia. Ja, perfekt. Sehr gut. Das freut uns. Jetzt haben wir wie viel Uhr? Sieht man hier nicht. Wir haben jetzt 8.27 Uhr. Oh, schon. Crazy. Streamen wir schon wieder 27 Minuten. Dann wird es Zeit, ins Bett zu gehen. Schlaft gut. Nächste Woche selbe Stelle, selbe Welle. Gott, ja. Wo ist das denn? Ja, keine Ahnung, aber irgendwas muss man sich. Ich finde, wir könnten auch so eine ganz schlechte Interpretation des Sandmännchens drehen, die wir dann einfach noch hinten als Rausschmeißer dranhauen. Wollt ihr das? Dann machen wir das. Bei 5 Kommentaren mindestens. Inklusive Partytüte. Ich leihe jetzt hier an. Ja, besser ist es. Ja. Ja. Also 5-mal Sandmann inklusive Partytüte, dann gibt's eine eigens gedrehte Sandmann-Version. Ich wünsche euch was. Ich muss fürs Outro wieder an den PC. Ja, genau. Verabschiede dich doch, Mensch. Tschüss. Wer noch Bock hat auf mehr Livestream bei Fips und Foxy, sollte es heute auch wieder weitergehen. Glaube ich zumindest. Die streamen, glaube ich, jeden Mittwoch. Grüße, macht's gut, schönen Abend. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.